Wolfgang, da hatte der griechische Minister vollkommen recht und da hatte die italienische Ministerpräsidentin Meloni auch recht. Und da haben ja all jene recht, die mit der Migration jeden Tag leben müssen, die jeden Tag auf Schiffe Tausende in ihrem Land unterbringen müssen, dass wir in bequemer Mitteleuropa, in Österreich, in Deutschland mit Lockangeboten die Flüchtlinge heranziehen und wir ziehen keine Facharbeitskräfte heran. Wir haben im Jahr 2015 die größte Fluchtwelle gehabt, die Österreich je gesehen haben und wir wiederholen sie derzeit wieder und trotzdem haben wir nicht die Facharbeitskräfte, die wir bekommen haben. Wir haben heute 9 Millionen Menschen in unserem Land, die hier leben. Vor 30 Jahren waren es 7 Millionen Menschen. Heute sind es 9 Millionen. Von den 9 Millionen haben wir 2,3 mittlerweile mit Migrationshintergrund. Und wir haben noch immer nicht genug Facharbeiter. Wir haben noch immer nicht genug Facharbeiter. Ja, haben die vier Afghanen von der Leonie, die sich Facharbeitskräfte technisch mit Drogen an ihr vergangen haben, nicht gereicht, möchte ich fast sagen? Noch einmal, wenn ein Herr Kaiser und alle anderen der Meinung sind, ihr sogenannter Wirtschaftsmotor kann nur brummen, wenn sie aus Afghanistan und aus Syrien in Wahrheit kulturfremde Personen nach Europa importieren und zwar mehrere tausend Kilometer hier über Nordafrika nach Österreich herein, dann sollen sie in Zukunft ihre Landesregierung in Kabul aufbauen, aber bitte nicht bei uns. Diese Unterwanderung muss einmal ein Ende finden. Integrierbare Facharbeitskräfte, wunderbar. Wir haben in den 90er Jahren Persönlichkeiten, in den 80er, in den 70er Jahren Personen hereinbekommen aus dem europäischen Großraum, würde ich sagen, aus einem kulturellen Kreis, aus Bosnien, aus Herzegowina, aus Kroatien, aus Slowenien, aus Tschechien, aus der Slowakei, die sich in Wahrheit in dem Land Italiener, Deutsche integriert haben und tatsächlich dazu beigetragen haben. Aber das, was wir derzeit haben, ist, dass wir Parallelstrukturen und eine Parallelkultur tatsächlich aufbauen und zwar in einem großen Ausmaß mit 2,3 Millionen Menschen in dem Land, wo die meisten nicht einmal Deutsch verstehen und die anderen unsere Kultur nicht verstehen. Und da laufen wir wirklich Gefahr, dass wir die Identität des Landes und im Übrigen unsere Nation am Ende komplett verwässern. Wir brauchen für die Wirtschaft, das weiß ich, brauchen wir Wachstum, weil eine Wirtschaft braucht Wachstum. Das steht außer Zweifel. Eine Wirtschaft, die Wachstum nähert, braucht immer mehr Mitarbeiter. Aber dann seien wir doch endlich einmal so ehrlich, wir feiern da jedes Jahr ob die geringen Arbeitslosenquoten, jedes Monat. Schauen wir uns einmal an, in welchen prekären Beschäftigungsverhältnissen die Arbeitnehmer drinnen sind. Mhm. Die sind zu 20 Stunden beschäftigt. Ja, da verpflichte ich erst einmal die Wirtschaft, die Leute von 20 Stunden auf 40 Stunden aufzustocken, bevor ein paar hunderttausend Leute in einem 20-Stunden-Beschäftigungslohn... Nein, nicht Kommunismus. Nein. Sondern wenn sich der Markt... Nein, wenn sich ein großer Bekenner der sozialen Marktwirtschaft, wenn sich daher sozial, wenn sich der Markt gegen den Menschen richten sollte, dann hat die Politik temporär das Recht einzugreifen, nicht vorher und nicht nachher. Und jetzt soll sie eingreifen. Das unterscheidet. Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben 300.000 oder 400.000 Arbeitslose, je nachdem, ob man die Schulungen dazu rechnet oder nicht. Und wir sagen aber nicht, dass jene, die in Beschäftigung sind, weiß ich nicht, prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben, die nicht in der Wirtschaft drinnen sind. Und dann kommt ihr Genosse Kaiser daher und sagt, er braucht noch mehr Mitarbeiter. Dann kommt irgendein Schwarzer daher, dann kommt die Industriellenvereinigung her, sie soll noch mehr Mitarbeiter geben. Dann fordere ich zuerst einmal für die, die in Österreich arbeiten, Vollbeschäftigung. Und Vollbeschäftigung heißt nicht an der Kopfziffer, sondern 40 Stunden Arbeitswoche. Also